Shader gefällig, heute ganz frisch. Der Iris Shader Mod Sodium für die Optimierung, das Ganze läuft über Fabric. Es lief nie besser, Leute, ich zeig euch, wie es geht. Es gibt viele Wege zum Shader, hier ist mein Weg. Ladet euch in der Infobox die verlinkten Mods herunter. Zunächst müssen wir Fabric in unser Minecraft installieren. Dafür führen wir den Fabric Installer aus, wählen unsere Version und das Installationsverzeichnis sollte eigentlich immer zum .minecraft Ordner führen. Die Fabric API brauchen wir in diesem Fall nicht, könnt ihr aber gerne mit dazu installieren, auch einfach den Mod später in den Mods Ordner packen. Fabric installiert, starten wir Minecraft einmal mit der Fabric Option, damit sich der Mods Ordner erstellt. Wir könnten ihn andernfalls auch selbst erstellen. Nach dem Starten von Minecraft schließen wir es wieder und sollten nun den Mods-Ordner im .minecraft-Ordner vorfinden, den wir mit %appdata% in der Windows-Suchzeile finden. Da packen wir jetzt Iris und Sodium hinein. Danach starten wir Minecraft wieder. In den Options unter Video-Settings finden wir nun Einstellungen für den Shader, können oben das Shader-Pack wählen bzw. den Shader-Pack-Ordner öffnen. In der Beschreibung ist ebenfalls ein Shader-Pack verlinkt. Ladet euch diesen oder einen anderen für die entsprechende Version herunter und fügt diesen dann in den Shader-Pack-Ordner ein. Müsst diesen Shader natürlich noch auswählen und danach haben wir ein Ergebnis, mit dem ich sehr zufrieden bin. Wenn es bei euch nicht geht, versucht es einfach noch einmal. Weitere Fragen in die Kommentare, wir sehen uns dann im nächsten Video.